Moin, moin. Ich habe jetzt hier eine neue Kamera im Betrieb. Das ist die Akaso. Und zwar, die Kamera selbst kann man jetzt natürlich nicht sehen, weil ich die in der Hand halte. Hier ist das ganze Zubehör dazu. Habe ich nicht irgendwo ein Bild, wie die Kamera selbst aussieht? Ja, nee, habe ich nicht. Hier fangen wir mal mit dem an. Das ist ein Gehäuse für Unterwasseraufnahmen. Da kommt die Kamera rein, das kann man hier so öffnen. Und jetzt ist sie aus. Das kann man hier also so öffnen. Und dann steckt man da die Kamera rein. Macht man wieder zu. Dann ist die wasserdicht verpackt. Dann kann man damit schwimmen, tauchen. Dann ist da noch ein zweiter Deckel dabei, also den man hier hinten austauscht. Der hat aber Löcher, der ist nicht wasserdicht. In welchem man den dann benutzt, das habe ich noch nicht rausgefunden. Dann wenn wir gerade beim Schwimmen sind, hier ist noch so ein Teil dabei. Da macht man die Kamera mit der Halterung. Da muss man immer so diese Halterungen dann wird die Kamera quasi da oben reingemacht, dann ist die da drauf und dann halt man die, dann kann man während dem Schwimmen oder Tauchen mit der Kamera filmen. Und ja, genau hier ist es in dem Rahmen, da wird die Kamera reingesteckt und der ist dann hier oben drauf. Und wenn man das verliert, dieser Schwimmkörper, der bleibt dann immer oben. Dann muss man nicht die Kamera auf dem Seegrund suchen oder Meeresgrund. Dann kann man natürlich die Kamera noch zusätzlich sichern, indem man diesen Draht hier, denn das macht man dann hier so dazwischen, bevor man die Schraube durchsteckt und dann bindet man sich das ans Handgelenk und dann kann man es überhaupt nicht verlieren. Gut, das erwähne ich jetzt nur hier, weil das habe ich hier so in dem Zubehörteil hier gelesen. Ich bin zwar jetzt nicht so der Taucher, aber gut, es ist halt dabei. Dann ist hier eine Halterung dabei für das Autofenster. Da kann man sonst Autofenster, kann man sie quasi als Art Dashcam benutzen. Das kann man noch verschiedentlich einstellen. Das kann man so, dass die Kamera entweder zur Sicherheit ist zwar irgendwie sinnlos, wenn man Selfie macht während der Fahrt, aber gut. Man kann sie natürlich auch so drehen, dass sie nach vorne filmt. Dann haben wir hier einen Clip. Mit diesem Clip kann man, wenn man jetzt irgendwo im Gebirge spazieren geht und Rucksack trägt, dann kann man die an die Träger vom Rucksack dran machen, die Kamera. Dann gibt es natürlich klassischerweise noch ein Stativ dabei und ein Selfie-Stick, ist ja auch bekannt. Was er wahrscheinlich noch nicht so kennt, das ist hier dieser Gurt, mit dem tut man sich die Kamera auf den Kopf machen. Also man muss sich jetzt vorstellen, dass in dieser Halterung da die Kamera dann drin ist. Dann trägt man die auf den Kopf. Oder es gibt noch eine größere Halterung, das ist die hier. Da kann man sich die Kamera vor die Brust schnallen. Ja, dann gibt es noch verschiedene Ständer und Stativ und Halterung. Ah, das ist noch interessant. Damit kann man die aufs Fahrrad, an den Lenker vom Fahrrad klemmen. Dann kann man auch während dem Fahrradfahren mal Videos machen. Hier, das ist die Fernbedienung. Die schnallt man sich dann mit dem
Bändle da am Arm fest, so ähnlich wie das hier ist. Weil das ist noch jetzt von der anderen Kamera. Ja, und warum habe ich mir eine neue Kamera? Ja, und hier noch der, wo das ganze Zeug dann drin ist. Also ich finde, es ist ein bisschen viel an Zubehör, ne? Aber vor allem manche Sachen sind doppelt und dreifach dabei, ne? Ich kann mir jetzt im Moment nicht vorstellen, wofür ich dieses ganze Zubehör brauche. Das ist auch nochmal ein Fahrradhalter, der ist auch doppelt dabei. Aber okay. Das war alles im Angebot, alles zusammen für 80 Euro. Und ich habe eine andere Kamera, eine Ortho, die hat 250 gekostet, die hat aber nicht so viel Zubehör dabei. Die hat nur so einen Plastikbügel, mit dem man sich die an der Kopf schnallen kann. Und der leiert aus und dann verrutscht er mal, und wenn ich mich bewege, und dann habe ich immer meine Nase im Bild. Na. Naja, und deshalb habe ich mir jetzt eine neue Kamera gekauft, weil ich will die dann am Kopf tragen, da habe ich die Nase nicht mehr im Bild. Wenn ich jetzt so zum Beispiel Auto fahre, wer schon meinen Kanal kennt, das ist die Videoserie Drive and Talk, wo ich also während dem Autofahren erzähle. Und da ist es natürlich blöd, wenn ich dann immer die Nase im Bild habe. Ja, oder wenn ich Sightseeing, wenn wir die Burgbesichtigung machen, ja. Ja, da hat man natürlich die Hände frei, wenn man sowas am Kopf trägt, ne, oder auch an der Brustpfanne hat man die Hände frei. Das ist, ah ja, aber vor Hände mit dem Teil hier, da kann man sich die Kamera übrigens aufs Handgelenk schnallen. Ne. Finde ich jetzt, bin immer skeptisch, ob das gut ist, weil am Handgelenk, ich bewege die Hände dauernd, dann wird das Bild verwackelt, denke ich mal. Ja, müsste man halt ausprobieren. Ja, aber jedenfalls diese Kamera für 80 Euro, die hat sehr viel Zubehör dabei, und die andere, die hat jetzt weniger Zubehör gehabt. Obwohl ich mit der Ortho auch sehr zufrieden bin, also von den Videos her, von der Bildqualität her, macht sie schon schöne Bilder. Aber halt mit dieser Halterung, da bin ich ein bisschen enttäuscht, dass die so windig ist. Ich hätte mir da eher sowas da gewünscht, ne? Aber das kann ich halt jetzt irgendwie nicht kombinieren. Muss mal schauen, ob ich das vielleicht doch kombinieren kann mit der anderen. Nun gut, das ist jetzt hier der erste Video, den ich mit dieser Kamera aufnehme. Da habe ich aber auch gleich was zu kritisieren. Es ist zwar so ein dickes Buch dabei, hier für die ganzen Zubehörsachen, wie die erklärt sind, na, und in zig verschiedenen Sprachen. Aber für die Kamera selbst ist keine Gebrauchsanleitung dabei. Ich muss jetzt das alles ausprobieren, wie es funktioniert. Und ich habe zum Beispiel bei der Audio-Kamera das Problem, dass die nur 20 Minuten Videos macht und danach hackt sie es automatisch ab. Und wenn ich jetzt vor lauter Erzählen nicht aufpasse und ich bin bei 23 Minuten, habe also ein Video mit 20 und einen mit 3 Minuten, ist es dann blöd, wenn ich die beide hochlade, weil wer guckt sich dann den zweiten noch an? Wohl kaum jemand. Und ob das bei dieser Kamera jetzt hier bei der Akaso auch so ist oder ob die jetzt wirklich so wie die anderen, die ich habe, so lang filmt, bis ich stoppe, das werde ich noch sehen, das muss ich ausprobieren. Und ja, was gibt es hier noch so zu sagen? Ah ja, die hat zwei Akkus dabei, die man über einen USB-Anschluss lädt. Da ist auch so ein Ladegerät dabei, wo man beide reinstecken kann. Und jetzt habe ich einen noch im Ladegerät und einen habe ich jetzt hier im Betrieb. Finde ich gut, dass zwei Akkus dabei sind. Da hat man immer einen auf Reserve. Bei der Autokamera, da habe ich das Problem, die hat keinen Akku zum Wechseln, sondern die hat den Akku in der Kamera, und wenn der leer ist, dann kann ich nicht mehr filmen, dann stoppt der Video und dann muss ich erst wieder die Kamera laden. Und so kann ich halt einfach jetzt hier die Akkus tauschen. Mal sehen, ob das besser ist.
Und wie das funktioniert, da muss ich mir jetzt erst einarbeiten auf die neue Kamera. Das probieren wir dann mal aus. Und bis dahin, viel Spaß, wünsche euch eine schöne Zeit und tschüss.